mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich habe zwar selber keine Kinder, aber wenn man sowas mitkriegt, das ist einfach nur. Er reiste 2006 unerlaubt in die Schweiz ein, beantragte Asyl, erhielt im Jahre 2008 Asyl gewährt. Er besitzt seitdem die Niederlassungsbewilligung in der Schweiz der Kategorie C, das heißt gut integriert. Er ist einer festen Arbeit nachgegangen, aus Sicht der Ausländer- und Asylbehörden in der Schweiz vorbildlich. Wenn jemand anerkannt ist, wenn jemand einen verfestigten Aufenthaltsstatus hat, genießt er auch die Freizügigkeit. Und deshalb sehe ich jetzt aus diesem Fall keine Konsequenz für unsere aufenthaltsrechtlichen oder ausländerrechtlichen Bestimmungen.